Das war ein Vorspiel der Sonderklasse. Auch ein Satz, den ich in dieser Ehe selten höre. aber gerne. Es ist ein riesiger Ficktempel. Da wird halt doch eine wilde Nudel geschwungen. Man merkt es nicht, wenn der Pimmel raushängt. Du gehst hier mit dem Tanga raus heute. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Oh, good vibes only. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Good Vibes Only. Wir sind wieder, Hazel und Thomas. Wir sind zurück, zusammen endlich mal wieder. Unglaublich. Die letzte Folge war ich ja alleine. Und ganz alleine. Die vorletzte war ich, glaube ich, alleine. Ja, aber mit Aletavi. Ja, mit einem Gast. Also mit zwei Leuten noch dazu. Ja. Da sehen wir mal wieder, wie unterschiedlich unsere Definition von alleine ist. Es sind ja alle Menschen nur Staffage in der großen Hazel-Welt, ist klar. Natürlich, natürlich. Aber es waren zumindest drei schlagende Herzen in diesem Studio zu dem Zeitpunkt. Ja, und du warst hier alleine. Ja. Wir zählen jetzt nicht, wie viele Herzen da waren. Aber ja, entscheidend sind ja die Herzen am anderen Ende des Podcasts. Das ist wahr. Und da kommen wir auch schon zu euch, liebe XL-Partnerinnen. Ohne euch wäre das hier, es wäre möglich. Ja, es ist ein Familienbetrieb hier, du merkst es schon. Es ist, wir sind hier unter uns. Sehr heimlich. Für eure Herzen machen wir es, um sie höher schlagen zu lassen, manchmal auch schneller, manchmal auch langsamer, aber nicht zu langsam. Es gibt so einen Punkt, wo es unangenehm wird. Aber vielen lieben Dank, dass ihr uns so kräftig unterstützt und so treu bei uns bleibt. Wir lieben euch wirklich. Wir wissen zwar, du hast es jetzt so gesagt, als wäre es einfach nicht wahr. Vielen Dank, dass ihr uns so kräftig unterstützt und so treu. Wollen Sie den hier anwesenden Thomas Spitzer zu Ihrem Ehemann machen? Ja, ich freue mich auf unsere Ehe. Wenn man so in jedem Buchstaben Anführungs- und Schlusszeichen hat. Also herzlichen Dank an No Name, Alexander Ruderisch, Annika Höring, Bebel, Complex Unit, Jürgen C., Led Metallica, Leon Martin, Hoffen, Ludwig Bauer, Marlena, Manuela Mosandel, die ist, glaube ich, auch neu. Hallo Manuela, vielen Dank, schön, dass du da bist. Ich muss kurz sagen, Thomas hat sich vor der Aufnahme so mega krass den Kopf gestoßen. Ja. Und ich weiß nicht, bei diesen komischen Namen, ob er jetzt einfach abbaut. Bei allen Ausfällen in der nächsten Stunde wird nicht klar sein, ob das an dem Stoß lag. Ob das an dem Rückenmark, was hier aus der Nase tropft, ganz langsam. Ja, liegt. Also ich meine, dass ich hier regelmäßig Gehirnzellen verliere während der Aufnahme, gehört ja quasi dazu. Genau. Aber das ist schon vor der Aufnahme passiert und zwar in dem Maße, keine Ahnung. Das war ein Vorspiel der Sonderklasse. Auch ein Satz, den ich in dieser Ehe selten höre. aber gerne. Wenn er dann mal fällt, freue ich mich immer. Und bevor wir den Gast vorstellen, über den wir uns mega freuen, ich kenne ihn nicht, zumindest noch nicht persönlich, und habe schon viel Gutes gehört, bin mega gespannt, dass er da ist, möchte ich kurz noch sagen, dass wir noch jemanden dabei haben, der auch neu ist. Du musst, glaube ich, viel, 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 viel näher ans Mikrofon, und aber du ich weißt glaub, ja. Ich muss die Lakritze erstmal runterschlucken in deinem Mund. Ihr wisst ja, dass wir jetzt regelmäßig, vor allem wenn Gäste dabei sind, einen Techniker/Recherche-Dude dabei haben, Firman, boah, wie ist der Nachname? Das wirst du wissen. Sukaya. Und Firman ist heute, kann heute nicht, deshalb haben wir einen Firman-Ersatz. Alex, und den Nachnamen musst du sagen? Papa Theodoro. Papa Theodoro. Genau. Ja, schön, dass du da bist, lieber Alex. Ja, ich freue mich auch, vielen Dank. Auch cool, dass du es geschafft hast und du bist, dein Schwerpunkt ist ein bisschen anderer als Firman, oder? Firman macht eher so Soundmix und du machst wirklich auch Musik. Genau. Wir ergänzen uns eigentlich ganz gut. Ich mache Musik und Live-Sound vor allem. Mhm. Ach, Live-Sound. Also du gehst auch auf Tour mit Leuten? Ich fahre auf Tour. Ja. Mit zum Beispiel Bands zum Beispiel. Und mit Comedians? Ja, auch. Oh ja, klar. Cool. Ja. Du, können wir gleich mal nachher noch quatschen. Gerne. gibst mir deine IBAN? bei diesem Networking-Event. Ich wollte gerade sagen, bei diesem Bewerbungsgespräch darf natürlich nicht fehlen ein Gast. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er hier ist. Er hat den weiten Weg aus Berlin hierher geschafft. Er hat die kürzeste Hose Deutschlands offiziell an. Sie ist super kurz. Also kurz, sie ist so wie, als hätte man sich so mit Gaffer einfach einmal so einen Klebschreiben um die Hüften gebunden. Ich habe heute am Morgen nichts anderes gefunden. Ich wusste nicht, dass es in Köln jetzt im September noch 50 Grad hat, aber... Ja, also im August hat es die ganze Zeit geregnet und jetzt hat es 50 Grad. Ja.
Köln ist das Sizilien NRWs. Wie niemand sagt. Aurel Merz ist hier. Aurel Mega Merz. Cool. Hey, Leute, sagt man, hi. Sagt man Aurel oder Aurel? Aurel. Ich habe mir vorhin gedacht, geht jetzt vielleicht der ganze Podcast so, dass ihr einfach nur Namen sagt? Wir lachen so eineinhalb Stunden und dann so, ja, auf Wiedersehen. Ja. Und wir zoomen immer näher auf dein Gesicht rein, wie du reagierst. Und dann immer switchy. So. Er fängt so langsam wirklich an, aus dem Auge zu bluten. Die Namen werden immer seltsamer. Maratanga. Caracas. Dankeschön. Ja, es ist wirklich es ist jedes Mal wieder eine Buchstabenwüste. Aurel, dein erstes Comedy-Programm heißt Millennials. Mhm. Wann würdest du sagen, sind Millennials Millennials? Also wie alt bin ich ein Millennial? Ich bin Jahrgang 1993. Also du bist auf jeden Fall ein Millennial, noch mehr als ich. Aber ich muss auch sagen, der Name ist absoluter Schrott und einfach habe ich nur so genannt, weil ich dazu genötigt wurde. Nicht oh, genötigt von wem? Wurde. Nee, aber so, bitte, hatte mit Stand-Up noch nicht so viel Erfahrung, also mit Comedy an sich. Und dann, ja, das muss so catchy sein und die Leute müssen wissen, was darin passiert. Nächstes Mal würde ich mein Programm auch irgendwie, keine Ahnung, Stützbügelhalter, irgendwas nennen. Und nicht so, also das ist wirklich, also ich hasse den Namen so sehr. Aber kennt ihr Namen das? Von Comedy-Programmen sind auch einfach überbewertet. Also die sind komplett scheißegal, überbewertet. Weil wenn du erfolglos bist, ist den Leuten wurscht, wie es heißt. Und wenn du erfolgreich bist, kannst du es irgendwie nennen. Tropical zum Beispiel. Genau, das ist und der die Leute beste, schauen das ist einer der besten Namen. Das ist einer der besten Namen. Dankeschön. Kommt, glaube ich. Ich weiß, wer sich den ausgedacht hat. Du hast ihn dir ausgedacht. Ja, genau. Das ist ein sehr guter Name. Aber du hast ihn natürlich ausgewählt. Also ich habe gesagt, nennst doch Tropical und du hast dann eine halbe Stunde lang gelacht und dann hieß das Programm Tropical. Und dann war die Tour ausverkauft. Keine Ahnung, the rest is history, Leute. Nee, aber also ich finde auch Programmtitel, es gibt die Theorie, dass wenn man erfolgloser ist und dann einen Programmtitel macht mit irgendwas mit Sex, dass es dann mehr Leute zieht, aber will man diese Leute dann ja, auch? Ja, und wie viele können das schon sein? Also wer schaut sich denn Programm an, das denkt sich so, Dienstagabend hätte ich Zeit, was mache ich denn? Soll ich ins Kino gehen? Soll ich essen gehen? Ah nein, da heißt eins Sex mit Merkel. Das ist ja mega cool. Da lerne ich bestimmt noch was über Politik. Coole Leute. Ja. Das ist dann so eine Show, wo es krass nach Salami riecht, während du spielst. Kennt ihr diese Räume, in denen es nach Salami riecht? Man nennt es auch die deutsche Bar. Ja. Oder so ein All-Inclusive-Flieger nach Uganda. Ist es dir schon mal passiert, dass du massiert wurdest mit einer extrem kurzen Hose? What's happening? Das ist mir nämlich schon zweimal passiert. Ich wollte gerade sagen, es geht um eine sehr spezifische Geschichte. So, kennst du das? Kennst du das, wenn du mit einer extrem kurzen Hose massiert wirst? Juckt zweimal. Das klingt nach 1:1 so, als hätte ich das provoziert. Also, das ist so nicht, aber das ist auch so rumlaufen, so, people start touching me, my pants are short. Was? Nee, aber also, folgende Situation. Okay. Ich habe eine sehr kurze Hose an, liege auf dem Rücken. Ein Masseur oder eine Masseurin, der ist in der Situation Hörer, auch der sind Hörerin wir, sind wir frei. In Thailand Pattaya? Nein, in Köln, viel schlimmer. Versucht meine Beine zu bewegen und sagt, dein Bein kannst du ja gar nicht so weit nach hinten bewegen. Und ich sag so, doch, das geht schon weiter, aber meine Hose ist sehr kurz. Das ist mir schon mehrmals passiert. Weil sonst was rausfluppt. Ja, das ist gar keine normale Situation. Thomas Schmitzer, der least relatable Comedian. Wie oft wirst du spontan massiert? Vor allem, merkt man das dann, also merkst du dann, merkst du so die Reibung von dem Stoff an deinem Hodensack und dann merkst du so noch weiter egal, und es würde egal fluppen. Was Männer, die in der Öffentlichkeit stehen, sagen, man merkt, wenn Sachen raushängen. Ja, wirklich. Once again. Welche Männer in der Öffentlichkeit sagen, man merkt es nicht, wenn der Pimmel raushängt. Warte, ganz kurz. Du chillst in einem Paralleluniversum. Ja, das ist immer in der deutschen Öffentlichkeit ein Riesenthema. Also, du hast gesagt, du hattest, als du das Programm Millennials Millennials. Ich weiß es nicht mal mehr. Lasst uns in so kleinen, unnötigen Details verzeihen. Nee, da müssen wir es vielleicht dran. Müssen wir es vielleicht versteifen. Nochmal zurück. Ich fange übelst an zu schwitzen, seit ich sehe, dass hier so listenweise, seitenweise Fragen liegen. So. Wir haben mit einer alten Grundschullehrerin von dir, Frau
Schmuder, sie sagt. Und hier kommt Frau Schmuder. Ich war letzte Woche bei dieser ProSieben-Wahlshow, mit so Annalena Baerbock wurde da interviewt von Louis Klamroth und dann hatten die da plötzlich so ihren alten Bäckereichef da. Ach, krass. Also der wo sie mit 18 gearbeitet hat. Und der hat gesagt, er weiß nicht, ob er sie wählt. Oh, wow. Okay, crazy. Snap. Ist er so, ja, ist er, also war er im Publikum oder haben sie ihn so in eine aufwendigen Torte reingefahren und dann ist er so rausgesprungen? Nee, er war leider, wurde von der Decke geseilt. Aber er hat gesagt, nee, den Mindestlohn, den sie fordert, weiß er nicht, ob er den zahlen kann. Du warst, oder du hast die Frank Elsner Masterclass besucht. Oh Gott, das wäre so diese recherchierten Fragen. Du bist ja mit einem Kampfgewicht von 79 Kilogramm warst du in der Frank Elsner Masterclass. Was ist das? Da hat Frank Elsner hat so, der hatte, das ist so geil, was für ein Luxusproblem. Frank Elsner hat sich gedacht, es gibt ja gar keinen ModeratorInnen-Nachwuchs mehr. Mhm. Dann hat er welche gesucht. Das ist so. Ach, krass. Und dann hat er so eine Masterclass gemacht, da haben sich 2000 oder wie gesagt 10.000 Leute, haben sich 20.000, 100.000 Leute haben sich beworben und dann 13 oder so wurden genommen und dann war ich da drin und dann, ich habe keine Ahnung, also da muss mit Lebenslauf, Videos einschicken, alles mögliche und dann hat man sich da so beworben, dann wurde ich da reingenommen nach so Vorstellungsgesprächen und so einem Shit. Und dann sollte man als Moderator ausgebildet werden. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wer Frank Elsner ist. Meine Mutter hat auch gesagt... Ich habe auch keine Ahnung, wer das ist. Also ich kenne den Namen natürlich, ein Moderator, er hat oder? Vor Thomas Gottschalk Wetten, das der hat Wetten, das erfunden sogar. Ja. Ah, wirklich? Mhm. Und der hat jetzt auch eine Sendung, ist sie bei Netflix? Wetten, das war's. Genau, weil er ist alt. Er ist sehr alt und er hat jetzt nochmal Lust, so ein finales Lebensprojekt zu machen. Ist aber auch so ein Typ, der hat immer nochmal Bock auf ein Finale, glaube ich. Das macht er jetzt so. Das war's von mir. Das ist genauso macht er es, weil er hat ja auch so seinen Abschied aus dem Fernsehen oder so sein. Da hat er seinen 100. Geburtstag oder so in der ARD, was übrigens wirklich, also das ist auch so ein Ding, wenn man seinen Geburtstag im Fernseher feiern darf, das ist wie egoistisch auch. Also ja. Als alle müssen mitfeiern. Auf jeden Fall, das hat er gemacht und dann dachte ich, das war's, aber jetzt kam dann nochmal diese Sendung, deshalb, ich glaube, das war's noch nicht. Ist ja auch die Wette. Auf jeden Fall, und dann hat er einen so zu Moderatoren ausbilden sollen, aber es hat sich rausgestellt, dass alle, die da sind, eigentlich und die Potenziale hatten, einfach Comedians eigentlich werden wollten. Florentin Will war ja auch da. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Evelyn Weigert. Und da wurde so jeder 100. genommen oder so? Ja, also wirklich, es wurden tatsächlich 10 Leute von 2000 genommen. Und also wir hatten ja schon, die dachten aber, wir wollen alle so ernsthafte journalistische Moderatoren werden. Aber weil wir uns alle verstellt haben. Also wir haben alle so getan, als wären wir seriös. Und dann haben sie schnell gemerkt, ach du Scheiße, das sind die ja... Die recherchieren ja alle für ein Bit. Ja. Es war wirklich seltsam, aber es war halt ein cooles Ding, um so ein bisschen Kontakte zu bekommen und vor allem haben die uns Equipment gegeben. Also ich meine, da kam jeder vorbei, Harald Schmidt, Christian Ulm und so weiter und die haben uns da zugelabert, wie geil ihr Leben ist. Aber alles gut. Alex kackt gerade. Ist alles gut bei dir, Alex? Alles super. Wenn du irgendwie willst du eine Massage? Seine Hose ist auch sehr kurz. Ich wollte gerade sagen, ich habe vorgesehen, wie im Treppenhaus ihm eine Fledermaus eine Massage gegeben hat. Da wurde ich schon etwas skeptisch. Nee, passt bei dir alles? Alles super, ich recherchiere Frank Elsner parallel. Ach, okay, perfekt. Also geil, aber es ist ein bisschen auch für Sie, weil es ist einfach so eine Privatrecherche. Wie alt ist Frank Elsner? Damit wir ein bisschen schlauer wirken. Frank Elsner ist 79. Ach, das geht da eigentlich noch. Ja, da geht noch was. Das ist so ein weirdes Gespräch. Ich glaube, das ist jetzt langsam dass ich mir den Kopf angeschlagen habe. Haben wir das schon erzählt? Weil der Mittagsschlaf, also ich habe Mittagsschlaf hier vorgemacht, deshalb fühlt sich auch an, als hätte ich eine leichte Gehirnerschütterung. Ich habe seit Wochen gar nicht geschlafen, deswegen fühle ich mich auch genau gleich. Wo bist du eigentlich untergebracht? Natürlich im Sexhotel, wie ich es nenne. Ah, im Wellnesspuff. Im Savoy, Es ist ein riesiger Ficktempel. Es ist wirklich so, du ziehst da die Betten ab, die sind dann immer voller Blut. Es ist einfach ein ganz besonderes Hotel. Auch da hast du richtig, alles ist Teppichboden. Ganze Hotel ist Teppichboden. Ja, und manchmal hat man auch, wenn man Glück hat, hat man so eine Dusche, die anstatt einen Vorhang so komische Fäden hat, die so schimmernd runterhängen. Also ich war letztes Jahr so viel in Köln, dass ich hatte alles. Ich hatte so eine schwarze Duschkammer, die ist komplett dunkel. Und dann kannst du aber das Licht anmachen und dann geht da so ein Wechsellicht. Rot, gelb, grün. Ach, cool. So. Und jetzt habe ich aber einen Whirlpool. Diesmal
ich einen Whirlpool. Da werde ich, sage ich mal so, da wird heute noch eine wilde, also für mich, ich lege mich da rein. Da wird heute noch eine wilde Nudel geschwommen. Nee, also kannst da, du dann super kurz ne? Da geht halt noch eine Da kannst du dein Bein und ganz nach hinten klappen. Aber da geht heute noch eine Fusilli auf Reisen. Aber Fusilli ist doch eine mega komische Form für It's twisted, so it's twisted. Kleines Ringelschwänzchen. Oh mein Gott. Oink, oink, Motherfuckers. Ein kleines Spätzle wird mit Käse überzogen. Ja, aber das Savoy, das ist auch so, das ist so typisch Köln, dass alle mal so sagen, ah, das Savoy, das unglaubliche Savoy und so, was dann noch nachts im Savoy passiert. Das hoho, ist so scheiße. Und das ist so scheiße da. Aber ich denke, was ich sagen wollte, ist, weil so eine, wenn da so ein Whirlpool im Zimmer ist, dann denkt man so, man muss den jetzt, also dann denke ich mir irgendwie so, ich muss jetzt, ich bade nie in meinem Leben, aber denke mir so, ja, jetzt muss ich halt noch den Whirlpool benutzen. Ich bin voll müde, ich würde gern pennen, aber ich muss jetzt in den Whirlpool. Ist auch so erniedrigend, wirklich. Ich habe das schon mal gemacht, dann sitzt du da alleine im Savoy, liegst du da in der, das Badezimmer hat ja Teppichboden und dann liegst du da so im Whirlpool und lieg alleine im Whirlpool und dann gehst du ja irgendwann ins Bett. Mhm. Das ist so traurig. Hey, du fühlst dich nie einsamer als alleine in einem Hotel, wenn du dann alleine vom Whirlpool ins Bett läufst und dann da diese fickige Stimmung ist in diesem ganzen Zimmer. Naja. Ja, das ist so ein bisschen wie, Seinfeld hat da glaube ich auch eine Nummer mit Buffet, dass man immer, wenn man ans Buffet geht, man denkt immer so, aber wenn ich jetzt schon mal da bin, dann nehme ich auch noch eine Sternfrucht und so. Ja. Und dann Seinfeld sagt so, jeder Teller von Leuten, die von einem Buffet kommen, ist wie eine Skulptur, die so sagt, this is what's wrong with my life. So. 5 Kugeln Eiscreme auf einem Steak, so, das ist mein Problem. Niemand geht von einem Buffet und hat so nur das genommen, worauf er Bock hat. Stimmt, hatte. Allerdings, warum ist das so? Aber es ist auch eine Möglichkeit, Neues auszuprobieren irgendwie. Ja, ich bin aber mittlerweile an dem Punkt, wo ich gar nichts Neues mehr ausprobiere. Also du kannst mir eine mundgeblasene Sternfrucht da hinlegen, die mit Ahornsirup überzogen ist. Ich nehme trotzdem nur Rührei. Eine Frucht, die mundgeblasen ist? Ja, man sagt doch das so als Zeichen, dass es extra elegant ist. Okay. Ihr seid beide in einem Paralleluniversum. Beide. klassische Redewendung. Manchmal treffen wir uns noch, aber nur so aus der Ferne. Wie so Astronauten, die aus dem Schiff rausgeflogen sind und die so floaten. Alte Trends. Ja. Du, ja, ist wirklich. Mund geblasen, sein Zeichen. Also sag mal doch ganz normal, ne? Ich hatte ein mundgeblasenes Eis, hat lecker geschmeckt. Was? Okay, ich bin nicht normal. Um nochmal zurück auf die Massage zu kommen. Gerne. Aber wie, also, wenn man sich massieren lässt, dann zieht man doch eigentlich die Hose. Zieht man die Hose nicht aus? Alles aus, außer die Unterhose. Wir reden von der Unterhose. Aber dann bräuchtest du manchmal Unterhose, so kleine, manchmal Badehose. Dann bräuchtest du so einen Slip, weißt du, wo es so an der Seite nicht rausfliegen kann, wie so ein Speedo. Ja. Soll ich dir eine Massage-Unterhose schenken? Eine Banana Hammer. Massage-Unterhose. Achso. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt entscheiden will. In meinem Gehirn erschütterten Zustand. Ja. Jetzt mal richtig bestellen. Da muss ich mal noch eine Nacht drüber schlafen, glaube ich. Ich will nochmal zurück zur Moderationsschule gehen. Was lernt man denn da? Also, was? Weil ich habe das nie gelernt. Ja. Ich würde sagen, ich kann so ganz okay moderieren. Du bist eine der besten Moderatoren Deutschlands, ja. Dankeschön, Thomas. Das ist wirklich sehr. Nein, da habe ich ernst gemeint. Aber was lernt man denn da? Also, dass man irgendwie so mit der Stimme nicht runter soll? Oder? Nee, das gab es. Es war wirklich. Es gibt tatsächlich, glaube ich, so ein technisches Moderieren, dass es da irgendwie so zu lernen gibt. Aber die haben gemerkt, dass wir wirklich. Dass so Technik und so ein Zeug bei uns nichts bringt, weil wir jetzt nicht so, weißt du, am Anfang war es noch so, Frank Elsner meinte so, ist es wichtig, dass man beim Moderieren mit dem Körper keine Kanten macht, also dass man die Hände nicht so hält, und sondern immer rund wirkt. Dass man immer so den... Ja, dass man nicht eckig dass wirkt. Dass man nie den Robot macht, Moderieren. Ja, genau. Sowas war halt so der Anfang dessen, die dachten so, das bringen die uns so bei, und dann haben die halt gemerkt, was wir so eigentlich für Leute sind und dass wir so wirklich uns richtig scheißegal ist. Ihr seid einfach so schwer erziehbare Jugendliche, und vorne steht Frank Elster und sagt euch was von keine Kanten mit dem Körper machen. Ja, genau so war's. Wie stehst du zu Reitsport, fragt Mara Helene. Ja, da gab es ja... Alles klar. Da gab es ja einen großen Reitsportskandal. Ja, du hast sehr viel getweetet zum Thema Reitsport. Ja. Auch zum Teil Caps Lock alles. Ja, ich habe da ein bisschen, bin da in was reingerutscht. Ich habe festgestellt, dass die...
Ich habe dieses Springreiten, nee, das Dressurreiten erst geguckt bei Olympia und da haben die so... Vor allem, du warst, glaube ich, Trendsetter, weil du hast das kritisiert, bevor es dann diesen Riesenskandal gab. Klar, natürlich, ja, nee, ist klar, natürlich hat sich die Tagesschau und so, Deutschland hat sich danach gerichtet, was ich gesagt habe. Und da habe ich natürlich den Finger in die Wunde gelegt. Ja. Du bist das Huf in die Wunde. Die Medien sind natürlich nur Fähnlein im Wind, aber was Aurel sagt, das richtig, Gesetz. Richtig. Nee, aber ich meine, ich das sah halt seltsam aus, da ist dieses Pferd da gecripwalkt so und die haben gesagt, das macht das total gerne und läuft halt so lang. Und dann haben die so krass reagiert. Also hast du das live gesehen? Ja, und dann habe ich getwittert, ich wusste gar nicht, dass Pferdequälen olympisch ist. Und dann sind die komplett ausgerastet und haben gesagt, wenn wer den Reitsport kritisiert, begeht beruflichen Selbstmord und das hast du gerade gemacht, haben mich bedroht. Und dann bin ich so, okay, let's go. Und dann habe ich halt weiter gesagt, mich mit denen diskutiert und dann haben die ja dieses eine Pferd umgebracht, weil das hat sich beim Springreiten ein Bänderriss zugezogen und es wurde ja nach Tokio geflogen, ein Schweizer Pferd wurde nach Tokio geflogen, es hieß Jetset, das Pferd hieß wirklich Jetset, das war der Name des Pferdes. Es wurde nach Tokio geflogen, hat am Springreiten teilgenommen, sich da ein Bänderriss zugezogen und wurde dann eingeschläfert. What a Jetset life. Und dann, ich meine, offensichtlich ist ja klar, also ich glaube einfach nicht, dass Pferde was im Hochleistungssport zu suchen haben. Also ich glaube, reiten kann man ja gerne, aber ich glaube nicht, dass man die nach Tokio fliegen muss. Einschläfern ist ja das More bei Miles and More. Ach so, ja. Und wir können ja, wir als Laien können ja gar nicht wissen. Also wir wissen, können ja gar nicht wissen, ob das schlimm für ein Pferd ist, eingeschläfert zu werden. Ja, also ich glaube sogar, ohne Scheiß, dass Einschläfern weniger schlimm ist als Fliegen. Absolut. Ich wollte gerade fragen, also was ist denn die Alternative? Wieder zurückfliegen? Ich meine, ich finde es ja schon mit zwei Beinen eng in der Economy Class. Die Frank Elsner Moderationsschule. Hazel so im Thailand-Urlaub. Ich könnte zurückfliegen. Oder mich einschläfern. Soll ich schon wieder Klick von Adam Sandler schauen auf dem Rückflug oder vielleicht dieses leckere Ding in meine Venen ballern? Ich habe mal auf so einem Flug geweint, weil ich habe Marley und ich geguckt mit Owen Wilson, so ein Hundefilm. What the fuck? Ich dachte, das ist ja so eine Comedy mit Owen Wilson, so richtig lustig und es geht nur um den Hund und ihn und am Ende stirbt der Hund, weil Hunde halt 13 oder so werden. Ja, und dann sitze ich da und weine also bitterlich vor mich hin. Ach, krass. Das ist richtig schrecklich gewesen. Das ist auch voll unangenehm, finde ich, wenn man im Flugzeug so mega emotional ist, weil einen ja dann doch irgendwie alle immer anschauen. Ich werde im Flugzeug immer, einer der wenigen Orte, an dem ich emotional bin, ist komischerweise im Flugzeug, weil ich habe das Gefühl, ich mache immer Urlaub, wenn ich richtig fertig bin und dann sitzt man da so und dann bestellt man sich, kriegt man da so einen Drink und dann trinkt man meistens so einen Whisky mit Cola, irgendwas krasses. Und dann werde ich immer emotional, ganz unangenehm, aber so einmal im Jahr gönne ich mir die immer. Aber bist du so einer, der sich dann so diese Pantöffelchen anzieht und diese komische Seidenbrille anzieht, um besser zu schlafen? Ich bin wirklich der ungemütlichste Mensch der Welt. Ich habe dir gesagt, ich habe einfach so, die Hose wird immer kürzer, habe ich das Gefühl, die rutscht auch nicht. Du gehst ja mit einem Tanga raus heute. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Vielleicht werden auch deine Beine länger, ich weiß es nicht. Es ist doch sehr warm hier. Kann alles werden. Aurel frisst Hose, das neue Erfolgsformat. Hast du Blutbeine oder Fleischbeine? Gibt es das auch? Man sagt das bei Beinen auch. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr ungemütlich. Also ich dachte gerade, bei welchem Thema steigst du jetzt wieder ein? So, es war einfach alles möglich. Also, um nochmal auf das Darknet zurückzukommen. Es werden einfach nur Fässer aufgemacht. Es muss so mega anstrengend sein zu hören. Ich finde super. Danke, Leute, für euren Support. Schreibt in die Kommentare, welches Fass ihr am besten fandet bis jetzt. Ja. Moderationsschule. Am Arsch. Ich kann das auch so. Okay. Du bist unangenehm. Du bist ein unangenehmes Sexistenschwein, wie du gesagt hast, zu unserer aller Überraschung. Ein unangenehmer Sex-Opa. Ja. Okay. Also ich bin. Also bei den Pferdetweets waren wir, glaube ich. Müssen wir das noch beantworten. Genau. Okay. Wir müssen noch eine Schleife hinter. sie hat deine Tweets geliebt, Mara Helene. Okay. Das ist eigentlich echt relativ einfach. Grüße gehen raus an Mara Helene. Vielen Dank. Ja, nö, ich meine, es ist ja also, man muss da. Ich wollte da mal genauer hingucken. Und da habe ich mich natürlich auf eine investigative Reise begeben in den Kopf, in die Köpfe von ReiterInnen und habe halt festgestellt, dass es eine sehr, sehr sture Leute sind, die halt der festen Überzeugung sind, dass alles, was sie machen, richtig ist. Und ich habe auch viele Nachrichten dann von ReiterInnen, also Insider-Informationen aus der Branche bekommen. Und das war wirklich so,
Die haben gemeint, da geht es wirklich krass zu. Also so zwischen Menschen und Pferden und zwischen Menschen und Menschen, und das sei schon heftig. Und deshalb habe ich dann deshalb auch nicht jetzt aufgehört, sondern halt dann, ja, weil ich finde auch, wenn man dann so, wenn du merkst, dass so eine Gruppe so total der festen Überzeugung ist, das, was sie machen, einfach mega ist und die Pferde das lieben. Also auch, dass jemand sagt, wenn du dich negativ gegenüber Reitsport äußerst, ist das beruflicher Suizid Selbstmann für die Karriere. Ja, genau, das sind so Klassenkampf so, direkt. So dann, verrückt. Ja, also ja. Ich habe noch gar nie irgendwie diese Gruppe an Menschen als Cancel Potenzial gesehen. Ja, das war halt auch so richtig nischig, wo ich mir auch so dachte, okay, wo bin ich denn hier reingerutscht? Also, okay, ja, hätte ich auch nicht gesagt. Also wenn du mit den niedersächsischen Anglers dir verscherzt, dann kommst du nicht mehr in meine Halle. Es gibt in Rostock einen Mann, wenn du dich mit ihm anlegst. Bist du denn schon mal auf dem Pferd gesessen? Ey, ist mir neulich eingefallen, ich saß mal auf einem Pferd, und da, aber das war so ein Western-Pferd, und das ist Ich muss mit den Cowboys mal sprechen, weil du, also wenn du dann, das ist schon Jahre her, aber da, wenn du da das Ding, wenn du so nach links ziehst, dann geht es nach rechts. Mhm. Ah, okay. Und das ist nicht, wie sagt man? Intuitiv. Nicht intuitiv, also die Steuerung ist nicht intuitiv. Krass. Aber ich habe jetzt auch nicht vor, nochmal auf dem Pferd zu sitzen. Also einmal der kurzen Hose hast du eh voll die aufgescheuerten Beine. Das hat ja schon mal auf einem anderen Tier geritten, weil früher war ja irgendwie... Kamel, ja. Genau, meine Oma hat mich nämlich auch mal im Tunesien-Urlaub so mit 3, 4 auf dem Kamel gesetzt, was ja wirklich die schlimmste Quälerei ist. Aber das machen... Und dem Kamel macht es auch keinen Spaß. Ja, ja. Das ist jetzt wirklich Frank Elstner Moderationsschule. Aber auch wieder den Performer. Aus dem Kamel, der macht das auch keinen Spaß. Richtig trocken. Und hier kommt ja unser eigentlicher Gast, Jürgen von der Lippe. Hallo. Einen habe ich noch. Wie glaubst du, für ein Pferd ist ein Reiter, wie glaubst du, wie schwer ist ein Reiter für ein Pferd? Jetzt, wenn man so in Rucksäcken denkt. Wenn du ist es so wie so ein großer, so ein Rucksack, mit dem man so ein Jahr lang auf Weltreise geht? Ja, so ein 65 Liter Deuter. Oder mehr so ein Eastpak. Boah, ist echt krass. Ich glaube, so ein Weltreise-Ding. Ja, die sehen schon sehr stark aus. Mhm. Pferde sehen sehr stark aus. Und sind ja auch 10-mal so schwer wie ein Mensch ungefähr. Aber Alex recherchiert akribisch. Ich bin genau, wie extrem schwer? Gespannt. Ich würde sagen, ein Pferd wiegt... Boah. Ich sag aber zwischen 450 und 650 Kilo. Glaubt ihr? Ja, ja. Schon schwer. Es gibt Bullen, die wiegen eine Tonne. Und die männlichen Kühe auch. Ich dachte ernsthaft gerade, du meinst Polizisten. Und ja. Ich habe wirklich nachdenken müssen. Nein, nicht dann. Bullenschweine. Ah, ja, ja. Bullen. Ja, ja. Es gibt Bullenschweine. Alex, was wiegt ein Pferd? Wie macht ein Pferd? Ja, es gibt eine 20%-Grenze, habe ich jetzt gerade gelernt. Ah. Unter Experten. Als absolute Obergrenze gilt, bedeutet, dass ein 350 Kilogramm schweres Pony zum Beispiel nicht mehr als 70 Kilogramm wiegen darf. Der Reiter. 350 Kilo Mann. Bei einem 560 Kilogramm schweren Pferd, also Pferde von ungefähr 560 Kilogramm, lege das Gewichtslimit für den Reiter bei 112 Kilogramm. Wie viel wiegt ein Pferd? 560 Kilogramm? 560 zum Beispiel. Lag ich ja ganz gut mit 54. Mhm. Ja. Ja, hast du gut gemacht. Was wiegt ein Elefant? Jetzt will ich noch eine Stufe drauf. Was wiegt ein Elefant? Jetzt will ich alles wissen. Was wiegt der schwerste Elefant der Welt? Okay. Aber erst schätzen. Was wiegt der schwerste Elefant der Welt? 20 Tonnen. 7 Tonnen. Oder wiegt zu viel ein Flugzeug? Also Airbus. Ich sage, der wiegt 2,1 Tonnen. Okay, warte, dann lege ich nochmal einen drunter und sage 8,1 Tonnen. Nee, 9 Tonnen. 8,1 Tonnen war schon richtig. Ihr seid doch völlig, das kann doch nicht sein. Also der schwerste Elefant gibt es so nicht, aber die schwerste Elefantenart, afrikanische Elefanten mit 6,6 Tonnen. Boah, dann lag ich mit 7 Tonnen. Krass, ja, wow. Das ist ja mega schwer. Habt ihr so ein Gefühl Wahnsinn. Für solche Gewichte? Wie viel Kalorien ist das? Wie viel Kalorien und die hat essen ja 6,6 nur, die Tonnen ja Elefant? Das ist ja Früchte. Wahnsinn. Wie viel Kalorien? Das Gute ist, also wenn du, wir waren essen? In den USA 3 Monate und haben dort sehr viel HGTV geschaut, das ist so Home Garden Television. Und die machen da so, die bauen immer so Häuser um und sie kaufen Häuser, die ersteigern Häuser und dann reißen die alles ab, machen es neu rein und verkaufen die wieder. Und wenn man das lange schaut, kann man irgendwann sehr gut zum Thema schätzen, wie teuer irgendwas ist. Und das machen wir die ganze Zeit, wenn wir so in der Gegend rum. Es wirkt natürlich total arschig, weil die sich dann immer so denken, was sind das für Arschlöcher, die irgendwie alle Preise wissen wollen, aber immer so, was wird wohl die Wohnung kosten? Der Arm von ihrem Baby, zeigen Sie mal vom anderen Blickwinkel. Ne, schon der ganze Arm.
Mit der Achsel. Wir schätzen da wirklich immer gern. Ihr schätzt Preise. Wir schätzen ja, die ganze Zeit Preise. Wir ja. sind die Schätzer. Und gar nicht, weil wir irgendwie obsessed sind mit Geld oder sowas, sondern weil es wirklich einfach, weil es einfach witzig ist. So, was kostet die Küche aber wohl? Aber löst ihr das manchmal dann auf? Also ja, ja, wir gehen dann schon manchmal hin und fragen oder so. Oder manchmal. Du, ja, oder so ein Auto auch. Oder wir googeln das halt. Ja. Schon also, spannend. Aber da, man wird dann irgendwann wirklich gut darin. Vor allem ist es krass, weil wir haben jetzt ja auch sehr viele Leute mit Leuten geredet, Leute eingestellt, wie jetzt eben Firman oder Alex ja. und so. Und man, also wir schätzen dann auch immer, was nimmt der so am Tag? Weißt du so? Und dann sagt ihr euch irgendwas und ihr sagt, aha, richtig. Und so, so ist das, wie ihr verhandelt? Also, ja, wir verhandeln gar nicht. Wir verhandeln gar nicht. Wir wollen ja einfach nur wissen, was es kostet. Ich glaube, euch verkaufe ich mal was. So, wir fragen uns auch immer, warum sagen die was, Leute nicht mehr eigentlich? Was kostet eigentlich ein Stück Butter? Ich glaube 12 Euro. Eine Million? Okay, ich habe mein Scheckbuch hier. Wir wären so ein cooles Paar bei Bares für Rares. Most ja. Swiss thing ever. Also so einfach, ja. Die gute Butter? Meine Mutter nennt es immer die gute Butter. Die gute Kaufst Butter? Kaufst du noch gute Butter? So, ja, okay. Lege ich die beschissene Butter halt wieder weg. Butter? Ja, nee, ich weiß, was kostet eine gute Butter? 2,20. Also ist ja natürlich die Frage, wie viel. Also ja. Oder aber Gesalz? Ja, ja, aber so eine normale. So eine Gesalz? So 250 Gramm? 250 Gramm? Ja, ja, so, aber ich finde so. So Kerrygold oder? Kerrygold ist aber nicht die gute nicht Butter, gut, oder? Die ist also Kerrygold ist so. Die räudige. Also Kerrygold ist so die gute für Leute, die es gar nicht mehr checken. Also ich meine, so richtig gute Butter ist so. Weißt du, so eine, wo du so denkst, oh, das kann ich doch nicht anschneiden, das ist ja viel zu schön. Ah, so eine, okay. die noch von so einem Franzosen Mund geblasen, die kennt das. Nee, die mit so einem aber Stempel Butter, dann übrigens, noch so mega, mega gutes Thema, eine gute Butter im Restaurant zu kriegen, das ist wirklich nicht so leicht. Also da, ja. da ich würde jetzt nicht sagen, da raste ich regelmäßig aus, nee, aber ich denke da sich wirklich die... Also wie oft man eine harte Butter serviert kriegt in einem Restaurant. Ich bin komplett... Was? Was? Nee, aber so eine Butter, die darf ja eigentlich nicht im Kühlschrank gelagert stimmt, sein. Wenn man frühstücken geht, so, ja. Ja, genau. Ja, das stimmt. Man kriegt oft so eine Scheibe Brot, was so mega labbrig ist und dann so ein total hartes Stück Butter drauf, wo man denkt, wie soll ich das... Da hättest du dich bei meiner Oma wohl gefühlt, die hatte immer die Butter auf, immer die Butter auf dem Kühlschrank stehen. Weil ja, die, das soll die, man die soll, aber ja, auch die, und die war auch dann immer so richtig, weißt du, so neongelb, so ja, ranzig gelb, weil die sie ganz weich wollte. Aber gibt es nicht so Butteraufbewahrungsdinger? Butterfass. Genau. Was, das soll man auch nicht Das soll man auch, okay, nee, soll der man Clou machen. Ist dort, dass man dann gar keinen Sauerstoff drankommen lässt und dann ist es angeblich... ist es angeblich safe, aber es stimmt nicht. Das ist Fake News. Okay. Das okay. ist Fake. Das ist von der Butterlobby. Leute, Leute, öffnet die Augen. Ja. Leute, gute. Wir haben mal eine mega gute Butter gekriegt. Wo war denn das? War das in dem Hotel, Schatz, wo wir wo hatten? Wo haben wir denn die gute Butter? Wo haben wir denn die gute Butter gegessen, Schatz? Du hast so geschwärmt. Hab ich in mein Butterbuch geschrieben? Die ganze Zeit zwischen 20 und 60-jährigen Leuten. Da denke ich gerne dran. Es war mega geil, es war so aufgeschlagene Butter, die noch mit so einem Schnittlauchsalz getaucht war. Ah, das ist toll. Ne? Da, also, da, wenn, nee, das da, ist nee, auch so. Da gibt es doch immer die Schnittlauchbrezeln, ne? Wenn da so ein bisschen ja, Schnittlauch... Das liebe ich. Aber hast du den ganzen Tag Mauldampf und dieses Zeug zwischen den Zähnen? Ja, aber das ist dann wert. Das muss halt. Muss das halt muss sein. Man dann schon rocken. Dafür schmeckt die Brezel. Ich habe noch eine mega unangenehme Frage an dich, Aurel. Ich dachte mir so, weil wir sind jetzt ja quasi per Du, wir sind durch dick und dünn gegangen. Dafür setze ich die Brille wieder auf. Ja, und wir sind ja vor kurzem hierher gezogen. Hazel weiß, was jetzt kommt. Und beim Umzug habe ich ein extrem problematisches Artefakt gefunden. Oh, jetzt ist es. Und zwar, das ist, Hazel sollte mal Jens Meyer von der AfD interviewen für die Heute-Show. Und das wurde abgesagt, glaube ich, weil Jens Meyer mega rassistisch ist. und weil sie Schweizerin ist? Oder? Ja, und weil ich glaube, weil es auch organisatorische Probleme gab. Und Hazel hat extra für, also aus Recherchezwecken für das Interview, ein Buch gekauft, wo Jens Meyer sagt, es ist Jens Meyer heißt er, oder? Mhm. Das ist sein Lieblingskinderbuch und er findet es total Scheiße. Problematisch, dass es zensiert wird. Und ich habe das gefunden und habe es als ersten Impuls zerrissen, in den Müll geschmissen und dann dachte ich danach so, hey, fuck, das gibt es nicht mehr, das ist mega wertvoll und das hat irgendwie 80 Euro Gebrauch gekostet. Ja. Und dann dachte ich mir so,
ja, das, irgendwas muss man damit machen. Das muss man in, keine Ahnung, in ein Rassismusmuseum stecken oder was weiß ich was. Ja. Hab's wieder so ganz unten aus dem Müll rausgekramt, irgendwann nachts um zwei. Wo ich auch sau froh bin, dass niemand ihn da mal beobachtet. Ja, das ist einfach so eine emotionale gesagt, Reise. Hol es mal, das ist da, Hazel, das ist da oben rechts. Hazel, geh mal in unsere Nazi-Schublade. So, genau, geh mal in die Nazi-Schublade. Das ist wirklich, das ist quasi. Ich ist hinter der gute Bruder. Das ist quasi der Giftschrank. Und ich habe jede Person, die hier war, mit der ich mich besser verstanden habe, bis jetzt gefragt, entweder on-camera oder off-camera, was macht man damit? Im Reichswehrhelm kommt sie zurück. Ja, es ist wirklich, es ist total crazy. Okay, okay. Und deshalb würde mich da noch deine Meinung also warte, ganz kurz, ihr zeigt jeder Person, die in diesem Podcast ist, erstmal das einfach rein ultra-rassistische die Indexprodukte. Darfst du, glaube ich, nur bedingt in die Kamera halten. What the fuck? Das ist so ultra. Es ist so, auf jeder Seite aber sind so 30 mega rassistische Darstellungen. Wie authentisch das ist wirklich auch einfach. Das ist, wie authentisch das ist wirklich auch einfach. Wirklich zerrissen ist, ja. Ja, ja. Geil, dass du es aber auch. Du hast es aber nicht ganz geschafft. Du hast nur das gestellt. Ich dachte halt, ich will halt demonstrieren, dass mein Weg und das Buch sich gekreuzt haben und etwas ja, ausgelöst hat. Halt einfach, also es ist quasi Mackie und die N-Wort-Line und auf jeder Seite ist einfach, ja, eine... Holy shit, Mann. Das ist wirklich das volle Programm. Und ich finde auch, unabhängig von dem Rassismus, ist einfach sehr, sehr krass gemalt. Und es ist auch echt nicht ein gutes Buch. Also so, es ist jetzt auch nicht so, dass man so sagt, boah, wenn du dann das alles zur Seite legen kannst, die Story lohnt sich total. Ja, also ich meine, Jens Meyer hat auch einfach nur gesagt, dass das geil findet. Habt ihr es schon gelesen? Habt ihr es gelesen? Ich habe so eine Hälfte gelesen. Aber ich glaube, und hat es euch radikalisiert? Also habt ihr dann schon... Nee, also ich bin schon jetzt eher rassistisch als vorher. Nee, aber die, also allen Darstellungen zum Trotz, wenn man die Geschichte liest, die sind wirklich die Guten eigentlich. Ja. Obwohl Mackie in den Kochtopf gesteckt wird und obwohl alles Mögliche... Aber ich finde, das ist, also klar, nee, das ist nicht schlimmer. Ach krass, ja, die essen den, die wollen den essen. Dann. Das ist natürlich, das ist schon also Kannibalismus unterstellen. Ja, es ist ein heftiges Buch. Also ich meine, ich finde, was an dem Buch ja besonders gefährlich ist, ist ja wirklich die Harmlosigkeit, mit der diese Stereotype vermittelt werden. Also es ist ja, ne, ein Kind guckt sich das an und denkt sich, nee, das ist halt so. Ja, es hat fast so was Dokumentarisches. Also so tut es. Ja, ich dachte mich eine Zeit lang auch immer, dass, also ich meine, über das Buch müssen wir gar nicht reden, das ist absolut indiskutabel, aber ich dachte oft, dass dieses Thema so ein bisschen aufgebauscht wird, bis mein Bruder mir gesagt hat, dass er hat zwei kleine Kinder, die jetzt auch in dem Alter sind, wo die Kinderbücher konsumieren, dass es wirklich strange ist, wenn er zum Beispiel Asterix und Obelix Filme mit ihnen schaut und die dann so sagen, warum hat der eine Mann so eine große, dicke Lippe und so und er dann wirklich so in Erklärungsnot kommt und sagen muss, ey, ja, also ja, eigentlich... Vor allem Kinder, ich hab das schon mitgekriegt, dass Kinder halt auch einfach weinen, wenn sie, also es kann passieren, dass Kinder weinen, wenn sie schwarze Menschen sehen, weil sie das noch nie, weißt du, noch nie gesehen haben und das habe ich schon oft gesehen und deshalb, wenn du die ja dann auf die Art und Weise an schwarze Menschen ranführst, dann ist es halt super gefährlich. Deshalb, weil, ja. Ja, und es ist halt doppelt blöd, weil Leute, die... Was war das jetzt? Deshalb? Nicht ans Kind, nicht im Kind geben. Achso, auf keinen Fall, ja gut, auf keinen Fall im Kind geben. Das ist eh klar, ja. Aber ich finde es halt doppelt schwierig und das ist natürlich immer so bei der Thematik, dass man dann die Leute, also wir haben ja viele schwarze Leute in unserem Umfeld und wir zeigen ja unserem Kind das Buch nicht und Leute, die keinen, also Jens Meyer, denke ich, hat halt keine schwarzen Menschen in seinem Umfeld und deswegen hat er, oder nicht deswegen hat er dieses Buch, aber der hat dann dieses Buch und es gibt dann irgendwie einfach kein normales Universum, in dem dieses Buch stattfindet und dadurch gibt es auch keine normale Art, darüber zu reden. Also es ist echt wie so ein philosophisches Rätsel. Ja, that's it. Also es ist gut, dass ihr das Buch habt. Ich finde es gut, dass ihr es den Leuten zeigt. Das ist so wie so ein sehr düsterer Partytrick. Willst du mal was Krasses sehen? Oder wenn jemand so richtig drauf ist, so willst du mal was sehen, was dich auf einen richtig schlechten Film bringt? Weil es sieht auch sehr trippy aus. Ich finde, es sieht so ein bisschen opiummäßig aus. Es sieht auf jeden Fall opiummäßig. Es ist, also ich bin froh, dass ich es... Ich bin froh, dass wir diese Reise zusammen gemacht haben, also dass wir dieses Buch da nochmal... Wir sind doch gestärkt aus der Reise hervorgegangen. Auf was ich daran geil finde, ist, dass ihr was habt, was ihr allen einmal zeigen wollt. Rassistisch.
Only good vibes. So. Wir haben, und am Ende der Sendung zeigen wir jeden, allen Gästen ein rassistisches Relikt. Hier, das ist eine Original-Insignie von Hitler. Das Problem ist, und jetzt wird es richtig weird, ich habe noch ein zweites rassistisches Artefakt. Und jetzt holt er so eine Schusswaffe raus. Das ist viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Ich war bei einem Kumpel mal am Essenstisch und er hat gesagt, er hat bei sich im Dachboden eine kleine Tasse gefunden, wo unten drauf ein Hakenkreuz ist. Und er will die jetzt wegschmeißen. Das ist halt eine originale Tasse. Seid ihr so Sammler? Also nein, gar nicht. Aber ich finde es halt einfach schwierig, sowas wegzuschmeißen. Das ist halt ein Dokument. Bei Spitzerbrokers ist ein Nazi-Museum unterm Dachboden. Wir haben das dann ganz weit hinten in den Schrank getan und ich hätte einmal aus Versehen die genommen und beim Zoom-Meeting so und dann so fettes Maske in die Kamera. Also was wir damit eigentlich sagen wollen, wir wollen diese ganzen Sachen loswerden. Es gibt nämlich gerade eine Diskussion, weil bei Disney gibt es ja gerade so diesen Prozess, dass viele Disney-Filme neu aufgelegt werden und dann so wie so auf einmal, keine Ahnung, sind auch noch, ist noch einer irgendwie schwul und dann ist noch irgendwie POC-Prinzessin dabei und so. Und es gibt halt mittlerweile auch Leute, die sagen, also natürlich alles irgendwie cool, dass Disney versucht, sich zu modernisieren und so, aber die aber sagen, bei dem Prozess wird halt die Geschichte von Disneys rassistischen Darstellungen komplett negiert und die halt sagen, man müsste eigentlich, um diesen Transformationsprozess 100% sauber zu machen, müsste man die alten Filme auch in einem Kontext mit wie so einem Audiokommentar oder so anbieten. Aber dazu. Das ist für die Kinder vielleicht auch ein bisschen krass. Für die Kinder vielleicht nicht, aber wenn sie halt dann ein gewisses Level erreicht haben. Dann zwingt man sie es nochmal zu schauen und dann ihre Träume zerstören. Das ist so wie wenn du so einer Skulptur in den USA anstatt sie wegzubauen, einen Black Lives Matter Schal anziehst und sagst, jetzt ist er cool. Nee, aber anstatt zu sagen, was, rassistische Kinderfilme, bei uns gab es die nie. Jetzt hier gibt es einen ganz anderen Film, müsste man halt sagen, doch, das gab's und das war mega beschissen, aber klar. Wir versuchen uns zu ändern. Ach so, weil man das Stück, aber ich weiß immer nicht, ich finde auch nicht, man sollte schon dokumentieren, also diese Historie dokumentieren. Ich weiß nicht, ob ihr die Richtigen seid, um Nazi-Historien zu machen. Auf gar keinen Fall. Deswegen suchen wir ja Leute, die das können. Wir suchen Leute, die fähig sind. Nee, Spaß, aber was ich mir überlegt habe, wenn so eine Kolonialherren-Skulptur ins Meer geworfen wird, da freut man sich, das ist irgendwie geil. Also ich finde es eh cool, wenn sowas abgebaut wird und irgendwie gestürzt wird, ist cool. Das ist eigentlich ähnlich mit dem Buch wahrscheinlich, oder? Aber naja, die Geschichte wird ausgelöscht dadurch, ja. Eigentlich sollten die dann... Es sollte ein Abfallmuseum geben. Also ich kenne halt zum Beispiel die Story. Mahnmal. In Regensburg gibt es an dem Regensburger Dom in Richtung des ehemaligen Judenviertels, das es auch schon vor mehreren hundert Jahren gab. Also nicht nur quasi jetzt ein jüdisches Ghetto im Dritten Reich, sondern auch schon vorher gab es da in Regensburg ein Judenviertel. Und da gab es am Regensburger Dom die sogenannte Judensau. Das war so wie so eine Schmähfigur. Die eine Sau zeigt und an deren Zitzen saugen zwei Juden und das ist halt so mega, mega beleidigend. Das gibt's immer noch? Und da gab es eine große Diskussion, ob man die restaurieren soll oder nicht. weil halt die einen gesagt haben, naja, es ist halt Geschichte und es ist total wichtig zu zeigen, dass es das mal gab und dass man diesen Punkt überwunden hat. Und die anderen haben natürlich gesagt, das ist aber ein antisemitisches Relikt. Und die haben es dann, finde ich, ganz gut gelöst. Die haben es, glaube ich, nicht restauriert und zusätzlich ein Schild angebracht, wo das erklärt wurde. In Kontext gestellt, ja. Genau, und das finde ich dann so, ist eigentlich in dem Fall relativ saubere Lösung. Interessant, ich würde es, glaube ich, auch entfernen. Mhm. Ich würde es entfernen und stattdessen nur das Schild, hier stand dies und das war so und so beleidigend, aber ja, ich denke auch, dass dieses Grafische, das ist gerade auch für Kinder oder Leute, die sich nicht so wirklich damit befassen, dass es da dann schon nochmal eine Nummer krasser ist. Ja, aber es ist aber trotzdem irgendwie dann doch irgendwie schon noch, also es ist schon noch beleidigend gegenüber den Leuten, die da mit dieser Karikatur oder so gemeint sind, ist es halt immer noch eine Beleidigung. Mhm. Ja, ja, klar, ja. Aber ich meine halt, wenn du es einfach wegnimmst und gar nicht drüber redest. Das ist auch blöd, genau. Das ist blöd, aber deswegen, wenn du ein Schild hast, dann befassen sich halt nur die Leute damit, die auch gewillt sind, so tief sich mit was zu befassen, dass sie was lesen. Oder dann halt ein neues, cooles Ding hinbauen. So du auf dem Skateboard. Ich auf dem Skateboard. Kickflip. Das ich würde gerne öfter im Alter Kickflip sagen, aber es hat sich noch nicht ergeben.
Naja, am Ende hast du nochmal die Gelegenheit, was zu sagen. Alex, was sagt denn eBay Kleinanzeigen? Also es lohnt sich, glaube ich, nicht. Also eBay Kleinanzeigen 40 bis 50 Euro. Es gibt noch einen Booster, der das wirklich verkauft. Für 90 Euro. Wie heißt der Booster? Ja, das ist buchfreund.de. Ah, ja. Okay. Kann man Buch auch durch was anderes ersetzen. Stimmt's, Leute? Okay. Also was wäre dein letzter Tipp, wenn du dich für eine Sache entscheiden musst, was man damit machen soll? Verbrennen. Ach, scheiße, Mann, das ist auch nicht so. Ich würde dieses Buch weiter hier bei euch behalten. Ich habe das Gefühl, ihr seid die richtigen Leute dafür. Ist auch spannend. Das ist so wie so der Ring bei Herr also, der Ringe. Jetzt auch das ist das Scheiß. Gegenteil vom Ring von Herr also, der Ringe. Also, falls ihr da draußen auch irgendwelche Nazi-Relikte habt, schickt sie hierher zu Elton Thomas ins Nazi-Museum Köln. Wehe. Das Nazi-Museum aber Köln. Ja, also es müsste sowas wie ein Museum der gescheiterten Ideologien oder nicht gescheiterten Ideologien, so Museum der moralischen Fehltritte. Ich sag immer, wenn du ein Rassismusmuseum gesehen willst, schau auf die Museum Straße. Museum der moralischen Fehltritte, das ist doch Till Schweiger. Apropos moralischer Fehltritt, Rassismusmuseum, ich bin ab morgen wieder in München auf Tour. Biggity Biggity Big Bo! Kickflip! Vielen lieben Dank, Aurel, dass du gekommen bist. Ja, ich freue mich, dass wir uns selber kennengelernt haben. Es war echt ein Fest. Es war toll. Ich fand's klasse. Danke, Alex. Danke, Aurel. Der vorletzte Satz gebührt dir, Alex, und der letzte, Aurel. Was wolltest du noch sagen, Hedy? Ich wollte genau das sagen. Okay. Aber ich wollte nicht sagen Satz, sondern Wort. Vielen Dank, ist mein letzter Satz. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch dir zuzuhören. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Kickflip. Oh, 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 oh.